Hallo und herzlich willkommen bei Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharfen, komme aus der Nähe von München, aus Poing und bin Stampin'-Up-Beraterin, Demonstratorin. Das heißt, alle Sachen, die ihr im Video seht, könnt ihr bei mir und über mich bestellen. Genau, und heute ist einer lieben Kundin der Kleber ausgegangen und da kann ich ihr natürlich total gerne aushelfen und den wollte ich jetzt richtig schön verpacken. Und ich denke, das ist für viele, viele Bastelfans eine nette Kleinigkeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das mal zusammen. Jetzt ist die Frage, in welchem Farbkarton wir nehmen Kieselgrau. Ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar brauchen wir 18 mal 15. Also bei 15 schneide ich jetzt hier mal ab. Das heißt, ihr kriegt ganz knapp, ja, oder ganz knapp nicht, zwei Verpackungen aus einer DIN A4. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch mal was rausholen können, dass es doch geht, wenn ihr mehr machen wollt. Aber hier müssen wir 18 abschneiden. Da haben wir ein schönes breites Stück übrig. So, und jetzt legen wir die kurze Seite an und da geht's los bei, hoffentlich habe ich das jetzt alles richtig gemacht hier, 1 cm, also wir legen die kurze Seite an. Warum müssen wir die dann bei 1 falzen wir die nicht, bei 3, bei 7, ja, bei 3. Also wir fangen an bei 3 cm die kurze Seite zu falzen, bei 7 cm, bei 10 cm und bei 14 cm. Dann drehen wir das und falzen wieder bei 3. Ihr seht, Maße bis 3,5 falze ich immer rechts, weil ich dann hier eine längere Anlegefläche habe. Also bei 3, bei 14 und bei 17. Okay, das war's auch schon. Das hier ist Kieselgrau, so eine ganz tolle In-Color-Farbe. Jetzt schneiden wir mal alles zurecht mit der Papierschere. Also, das ist der Boden. Beim Boden können wir hier die Klebelasche wegschneiden und da die Ecken abschneiden, dass man nichts sieht. Und beim Boden schneide ich total gerne einfach die Falzlinien raus. Das ist dann so ein Millimeter, den man hier raustrennen kann. Dann ist es nämlich schon eine sehr stabile Schachtel, wenn da vom Boden alles Mögliche bestehen bleibt. So, das hier ist unser Deckel, wo man dann die Lasche reinsteckt. Also den Verschluss, damit die Schachtel auch zu bleibt. Und deswegen schneide ich bis hier alle Verschlussseiten weg, weil da brauchen wir es nicht. So, und da können wir jetzt wieder, also diese kleinen Seitenlaschen, die können wir eigentlich richtig schön anschrägen. Das ist rechts und links, dass man nicht durchgucken kann, dass die Seiten schön verschlossen sind. Das kennt ihr auch von den Medikamentenschachteln, dass man da rechts und links, bevor man verschließt, noch was reinfaltet. So, da brauchen wir wieder eine Klebelasche und das können wir komplett abschneiden, weil da kommt dieser Verschluss rein. So, so schaut es jetzt aus. Unser Tombow-Verpackung. Kleber, unsere Kleberverpackung. Jetzt schnappt ihr euch ein Falzbein.
und geht mal richtig feste über alle Kanten, bis sie crisp sind. Ich liebe diesen Ausdruck. Das ist richtiges Bastel-Englisch. Lernt man nur, wenn man englische Videos schaut. Und 1, 2, 3 und hier noch. So, das Zusammenkleben ist jetzt gar kein Problem mehr. Die Klebelasche wird voll geschmiert mit guten umgefüllten Tombow-Kleber. Kleben wir mal hier feste zusammen. So, dann wollen wir die ja hier so verschließen. Das ist zum Einstecken hier oben. Genau, wenn das jetzt nicht gut reingeht, dann schneidet ihr mal einen Hauch weg. Aber das ist alles ein sehr dünner Grat. Es soll gut reingehen, aber auch gerne ein bisschen streng, weil wenn man zu viel wegschneidet aus Versehen, geht es wieder auf. Also das ist hinten, das ist vorne. Euer vorne klappt ihr euch nach oben und dann kommt erst das hinten, wird reingeklebt. Dann rechts und links werden die kurzen Läschchen drüber geschlagen. Und alles wird mit der obersten verschlossen hier. Genau. Das führt jetzt, wenn wir hier unser Vorne haben, dazu, dass wir keine Schnittkanten hier sehen, sondern richtig schönes, gerades Vorne haben. So. Jetzt halt hier kann man aufmachen. Jetzt probieren wir mal aus, ob der Tombow reingeht. Perfekt, ich freue mich. Schupp. Okay, schaut aus wie so ein kleines Kosmetikprodukt. Jetzt bräuchten wir Designerpapier. Wir machen das jetzt in In-Color-Farben. Schupp. Und zwar habe ich hier, also wer Interesse hat, ich habe ein In-Color-Farben. Probierpaket mit Farbkarton, Tüten, Akzenten. Ich müsste ganz kurz schauen, was es kostet. Da könnt ihr das mal ausprobieren und gucken. Oder wenn ihr nicht sagt, ihr braucht gar nicht so viel von den Farben. Aber hier habt ihr mal alles zum Testen. Das bewerbe ich nochmal. Also wer Interesse hat, kann mich anschreiben. Es war wirklich ein nicht so hoher Betrag, wo man das mal schön ausprobieren kann. Und wir basteln jetzt einfach weiter. Hier gibt es was Gestricheltes. Das ist Malve, die neue Farbe. Und natürlich sind die Punkte sehr, sehr schön. Ich glaube, ich nehme die grauen Pünktchen. Genau, dann haben wir hier, würde ich, können wir entweder einen Aufleger drauf machen oder eine Manschette drumherum. Mal kurz. Ja, das ist auch schön. Das ist von den neuen Etiketten. Ja, das machen wir jetzt, oder? Das ist doch ganz hübsch. Das passt auch gut zu Kieselgrau. Das ist Aquamarin. Okay, wir nehmen das. Einfach, weil es so schön ist. Was hier auf dem Schreibtisch immer so rumliegt. Ne? So, das wird jetzt erstmal aufgelegt. Und ich zeige euch mal das Stempelset, was ich zum Ausdekorieren hergelegt habe. Und zwar Freude am Kreieren. Da wollte ich jetzt, wollen wir einen kleinen Papierschneider nehmen? Wir machen jetzt eine Stanzmaschine. Eine Stanz- und Prägemaschine und die ist jetzt in unserem Fall Malvenfarben, oder? Bisschen rosa.
Schaut doch bestimmt super aus. Brauchen wir das mal ein farbiges Stempelkissen. Genau, da gibt es richtig tolle Stempel und Stanzen, die alle, das hat die Irene Wendler designt, das ist ihr Millionenset. Die ersten Umsatzmillionärinnen dürfen nämlich ein eigenes Stempelset designen. Es wird leider nicht weitergeführt, wenn ich richtig gehört habe, diese Tradition. Ich glaube, die, die es jetzt noch erreicht haben, dürfen vielleicht noch, aber es werden einfach zu viele. Jetzt kann Stampin' Up! Nicht mehr stemmen. Aber sie durfte noch und hat wirklich so ein tolles Set gemacht. Mit einer Stanzmaschine, die man ausstanzen kann, mit der Stanzmaschine. Sehr gut. Und ihre Tochter stickt, da ist ein Stickrahmen dabei, da ist eine Nähmaschine dabei, da ist eine Staffelei dabei, also da ist wirklich sehr, sehr vieles abgedeckt, wenn es ums Kreativsein geht. Und deswegen jeder, der gerne bastelt oder auch ein paar Freundinnen hat, die gerne basteln oder Demo ist, also das hat sie richtig, richtig gut gemacht, weil ich denke, dass sich das viele, viele holen werden. So, jetzt hat er so nah dran. Ich mach mal anders. So, genau. Hier ein bisschen höher und der Zoom ein bisschen mehr, ne? Dann haben wir beide genug Platz. Das machen wir noch so gerade. Hier ist immer alles krumm und schief. Das stört mich direkt. So, genau. Und das werde ich dann... Sollte man vielleicht auch noch ausmessen. Meiner Kundin jetzt dann in den Briefkasten werfen. Ich hoffe, sie freut sich. Und ich hoffe, sie findet es, bevor irgendwie schwere Post draufkommt. Und es vielleicht am Ende noch platt gedetscht wird. Genau, ach wie schön. Und zu den Stempeln gibt es auch tolle Sprüche. Zeige ich euch jetzt mal gleich. Also das mit dem Aquamarin gefällt mir richtig gut. Ist richtig peppig. Meine Kinder würden sich wieder totlachen. Sagen, Mama, du redest altdeutsch. Was ist denn peppig? Peppig? So. Also, du inspirierst mich oder das Leben ist schöner, wenn du kreativ bist. Das machen wir. Das ist der Satz, der hier drauf kommt und der passt auch so perfekt. A zum Anlass und B auf dieses Etikett. Weil wir es können, können wir auch Kieselgrau hernehmen. Oh nein. Klingelt das Telefon, das ist nicht gut. Ich hoffe, jetzt ruft hier keiner an, sonst müssen wir Pause machen. Lassen wir es mal läuten. Ich rufe gleich zurück. So. Mit Tombow. Oh, das schaut doch nett aus. Wer würde sich nicht über so eine nette Box freuen? Mit Tombow-Kleber. Tombow ist quasi für Bastler die Luft zum Atmen, gell? Weil ohne einen gescheiten Papierkleber geht hier einfach gar nichts. So. Perfekt. Ich habe noch überlegt, ob wir noch so eine Schere dazu oder ein Herzchen. Ich habe was Besseres. Und zwar haben wir noch die Akzente, die Lackakzente in den In-Color-Farben. Die können wir hier auch noch drauf klatschen. Oh, perfekt. Will er nicht. Oh, was macht sie denn hier? Hier. So. Perfekt. Und das ist meine kleine Tombow-Schachtel. Hier geht's auf.
Und ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ihr habt vielleicht auch mal Lust, einen Kleber zu verschenken oder was, was ähnlich groß ist. Und meldet euch dann, schaut euch das Video an und macht auch ganz viele so nette kleine Tombow-Kleberschachteln. Und wenn ihr noch Bastelmaterial dazu braucht, könnt ihr euch gerne melden und das bei mir bestellen. Oder ihr geht in die Infobox, da kommt ihr auf meine Seite unter Jetzt shoppen, seid ihr dann im Shop. Und wenn ihr im Warenkorb diesen Code eingibt, im Mai, Juni, dann gibt es auch noch ein kleines Geschenk am Ende des Monats. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gerne einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen hoch. Ein Abo freut mich natürlich riesig und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!